Mein Name ist Daniela Sprecher, ich bin von der Firma Connex. Wir haben den Sitz in Altschwil, wir sind im Veranstaltungsbereich tätig. Wir sind zurzeit 100% in Kurzarbeit, wir können nicht arbeiten. Wir haben zwei Lernende, die vom Staat nicht unterstützt werden momentan. Wir haben aber die glückliche Lage, dass sich Frau Nüssli, Gemeindepräsidentin von Altschwil, plus die Wirtschaftskammer Basel-Land mit dem Pott aus dem Basel-Wirtschaft sich sehr für uns eingesetzt hat und uns eine Unterstützung generiert hat, dass die Ausbildungsplätze gewährleistet sind. Das ist natürlich super. Ja, es hat durchaus den Zeitpunkt gegeben, schon mehrere Mal, wo wir uns nicht mehr sicher waren, ob wir da unsere Ausbildung fertig absolvieren können. Und durch den Entscheid, dass wir das jetzt gewusst haben, hat sich das wieder ein bisschen ins Positive bewegt. Ja, es ist halt relativ schwer, sich zu motivieren, wenn eigentlich Veranstaltungen das ist, was man am liebsten macht. Und man dann eigentlich in einem Lager hockt, voll mit Material für Veranstaltungen und es am liebsten wird auspacken und eigentlich wird etwas machen damit. Aber es geht halt nicht, weil man darf nicht. Mein Name ist Nico Nüssli, Gemeindepräsidentin Altschwil. Ich bin sehr froh, dass wir von der Gemeinde aus die Firma Connex unterstützen können. Die Firma Connex, die eine der Leidtragenden ist im Zusammenhang mit diesen ganzen Coronavirus-Massnahmen. Und wir freuen uns, dass wir hier haben können, die zwei Lernenden, die bei der Firma Connex ausgebildet werden, weiterhin können dort ausbilden lassen und sie unterstützen mit einem Beitrag, nämlich rund 4 Monate den Lehrlingslohn zahlen. Ich bin froh, dass die Firma Connex alles daran setzt, weiterhin die Lehrlinge auszubilden und auch ihren Beitrag leistet.